Leute, mein Name ist Simon Sky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, wie ihr seht, wir sind hier nicht in gewohnter Umgebung. Ich habe leider das Intro vergessen und deswegen müssen wir das jetzt nachdrehen. Während ihr das Video seht, sind wir bereits in Ghana und drehen hier eine extrem special Folge ab. Wir haben ja ein paar Projekte hier, Schulbau und alles drum und dran. Ich will aber noch nicht zu viel verraten, das kommt alles im November. Ah ja, Freunde, und noch ganz, ganz wichtig, ey, es gibt immer noch Leute, die die Videos nur anschauen, aber noch nicht abonniert haben. Deswegen wäre es sehr, sehr nice, wenn ihr den Kanal einmal abonnieren würdet und gleichzeitig die Glocke aktivieren würdet, damit ihr in Zukunft auch wirklich nichts mehr verpasst. Vor allem nicht dieses geile Ghana-Projekt hier, was wir hier gerade umsetzen. Und ganz wichtig, denkt noch dran, folgt mir auf Instagram. Auf Instagram erfahrt ihr immer alles, gerade das Projekt jetzt hier. Nein, Sky heißt ich da. Wäre sehr nice, wenn ihr mir dort folgen würdet. Aber Freunde, heute seht ihr, erkenne den Anwalt. So, und ich weiß ja schon, die Folge ist sehr, sehr krass geworden. Ganz wichtig, der Partner des heutigen Videos war Waterdrop. Mit 9.10 bekommt ihr ganze 10% Rabatt, aber dazu gleich noch mehr. Und ja, ist jetzt ein bisschen komisch, weil ich jetzt nicht vor Ort bin. Deswegen kann ich die Jury jetzt nicht reinbitten. Aber ich weiß, dass die Jury auf jeden Fall sehr krass war. Und deswegen würde ich sagen, bitten wir die Jury trotzdem einmal bitte rein. Oh mein Gott. Wow, wow, wow. Hallo, was geht? Gute. Alles gut? Servus. Sammy, Bro. Oh mein Gott. Ab die Ehe. Was geht? Alles gut? Also, ich kann mein Bestes. Alles top bei dir? Ja, wie immer doch. Danke dir. Freut mich. Setzt euch, Jungs. Setzt euch. Jungs, wie geht's euch? Geht's euch gut? Bruder, lange nicht gesehen. Wala, wie reichst du wieder aus? Bruder, du siehst Mund, reich hör aus. Auf. Einfach neue Gesichter heute hier. Stars, Legenden. Was geht ab? Wir sind Newcomer. Wenn ihr uns schon nicht kennt, abonniert uns. Nee, ist wirklich eine Ehre mit euch, Jungs. Ihr seid Legenden, glaube ich. Ich glaube, die meisten von euch kennen euch auch schon. Wir haben für euch neue Getränke hier. Wir haben hier Waterdrop. Kennt ihr Waterdrop? Nein, Bruder, was ist das? Kennst du nicht? H2O. Fühlt, also schmeckt so wie echte Früchte und die tut ihr quasi ins Wasser nochmal rein. Okay, das hört sich krass an, Bruder. Das ist richtig krass. Deswegen könnt ihr mal ausprobieren. Also hier ist jetzt Leitungswasser drin. Ihr könnt euch was einschenken, wenn ihr wollt. Wollt ihr aus der Flasche trinken oder aus dem Glas? Aus Flasche trinkt man, wenn Glas da ist, dann nicht. Ihr könnt euch einen Geschmack aussuchen, wenn ihr wollt. Ich sag euch, nehmt euch Sky, Jungs. Sky finde ich auch am krassen. Sammy, du weißt selbst, wie krass dass ich mich auf dieses Placement gefreut habe. Ich auch übertrieben, gell? Ich bin nur deswegen heute gekommen. Das Ding ist, die mussten sogar was nachschicken, ne? Ehrlich? Weil ich alles in den Wochen schon fertig getrunken habe, Bro. Brutal, Alter. Also ich find's krass. Ich bin so ein Mensch, ich trinke fast nur Wasser. Aber das Ding ist, wenn ihr normales Wasser trinkt, verschwendet ihr halt richtig viel Plastik, so weißt du? Stimmt. Und dem beugst du damit quasi vor. Unnormal. Ist schon crazy, Mann. Well, drink more water, fly high. Ich probier mal diese Shiro aus, glaube ich. Das liest sich gut. Kirschblüte, Malve, Ginseng. Die Inhaltsstoffe sind auch geisteskrank. Ist krass, ne? Ah, das ist mit Stevia. Was ist das, Bruder? Diese Stevia-Pflanze. Was sagst du, Abdi? Das löst sich hier gerade noch so assig auf. Man muss auch nicht mit Löffel umrühren oder so. Das ist dann direkt schon perfekt. Ja, genau, direkt. Ja, Baba, krass, Bruder. Bruder, ich habe sogar mal überlegt, meiner Tochter nicht mehr Milch zu geben, sondern jetzt Waterdrop. Meinst du ernst? Für Entwicklung und so, weißt du? Kinder reinholen. Das ist auch crazy. Geil. Deswegen, Freunde, checkt Waterdrop unbedingt ab. Über den ersten Link in der Videobeschreibung bekommt ihr mit dem Code NAHIM10 ganze 10% Rabatt. 10%? Ja, aber gilt nur für 3 Wochen jetzt. Ehrlich? Das heißt, man muss schon schnell sein. Gib Gas. Ey, glaub mir, das lohnt sich übertrieben. Eine Alternative, um Wasser zu trinken. Ich trinke so viel Wasser dadurch, ne? 6 Liter am Tag. Ich finde, Nemo bin ich geworden, Digga. Aber was man natürlich auch empfehlen muss, das Starterpack. Da kriegt ihr den Steel Shaker plus 6 verschiedene Geschmäcker für 39,99, glaube ich. Bruder, wenn man jetzt nicht zuschlägt, weiß ich auch nicht. Wär schon ein bisschen lost. Karaffel, Bruder. Das, Bruder, Walle. Das sieht auch so edel aus, weißt ja, du? Übertrieben, ja, Mann, auch die Gläser, Bruder, das ist übertrieben krass. Ja, deswegen, ihr würdet uns auch damit extrem supporten. Unterstützt die Jungs. Wie gesagt, über den ersten Link in der Videobeschreibung. Checkt Waterdrop ab, unbedingt, Dreddies. So viel geile Geschmäcker. Klickt mal durch. Checkt die Starterpakete ab, da habt ihr 6 verschiedene, die ihr euch aussuchen könnt. Habt ihr Flaschen, die ihr euch aussuchen könnt. Und ja, Code NAHIM10. NAHIM10. NAHIM10, ganz, ganz wichtig. Aber Freunde, Jungs, kommen wir zum Thema heute. Wir drehen heute Erkenne den Anwalt. Wow. Und da hoffe ich auf euch, Jungs. Wir helfen dir, Bruder, dafür sind wir da. Unterstützung jetzt. Ja, das heißt, es werden gleich 5 Leute behaupten, Anwalt zu sein. Aber eigentlich lügen alle, nur einer sagt die Wahrheit. Die werden sich alle nacheinander vorstellen. Wir stellen dann ein paar Fragen, weißt du? Und nacheinander voten wir dann raus, einzeln. Okay, auf geht's. Aber hat man so ein Kontingent an Wörtern, die man benutzen kann? Du kannst alles fragen. Ihr seid frei. Sky's the limit. Sky's the limit. Ewa, Sky, water drop. Rockfood. Okay, ja, ganz wichtig, check die noch ab. Alles von denen auch in der Videobeschreibung drin. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir gar nicht was rum, sondern bitten unsere Teilnehmer. Einmal rein!
spannend. Einer davon soll Anwalt sein. Was sagt ihr? Erster Eindruck? Schwierig, Bruder. Walla. Ja, mashallah, wenn ihr alle die Prüfung bestanden habt, erstmal. Ich finde, hinten links sieht spannend aus. Und vorne links. Eure Eltern sind bestimmt stolz auf euch. Weil ja jeder von euch angeblich Anwalt ist. Ja. So, ne? Ja, schwierig, Bruder. Der erste ist ganz schwierig. Ich denke nicht. Der hat einfach Air Force an auf Anzug, Bruder. Der will so ablenken vom Anwalt. Der hat sich extra so anwaltmäßig angezogen, dass wir den echten Anwalt nicht erkennen. Ja? Bruder, ich guck doch GZSZ seit 20 Jahren. Ich weiß genau, was abgeht, Bruder. Aber ohne jetzt den Bruder zu deklassieren, ihr seht mehr aus wie Praktikanten an. Ohne zu deklassieren, ihr seht aus wie Praktikanten. Aber einer davon ist ja wirklich. Wer sagt ihr denn, wer sieht real aus für euch? Hier, der Kollege sieht echt aus. Meinst du, bei ihm würde ich direkt abnehmen, ja. Wenn ich sogar so, ich jetzt ein Strafverfahren oder so, ich glaube, der wird mich rausboxen. Bruder, du bist safe kein Anwalt, wenn der Anwalt ist, gell? Yeah. 10 Millionen, der auch alles ja, ich meine doch, nein, ich will nur schon mal klarstellen, ach so. Der ist keiner zu sehen. Der eine Bruder, der ist bestimmt guter Autohändler oder sowas Stabiles. Was? Autohändler? Siebte Klasse, Bruder. Vielleicht studiert er auch. Was für studieren, Bruder? Ich schlief bis 12 Uhr, ich kenne diese Gesichter alle. Oder hinten rechts ist Wirtschaftsanwältin. Meinst du? Könnte sein. Oder Notarin. Ich glaube auch, dass Notarin. Wenn es richtig raffiniert wäre, dann wäre er Anwalt, weil er sieht wirklich aus, als wäre er 9. Klasse. Der da hinten. Aber vielleicht so, der ist auf Wachstumshormone und so junge Haut. Dann, man merkt nicht, dass er schon... Du hast Bulla-mäßig. Du meinst du den ganz hinten, Abdi? Genau, der sieht ja sehr jung aus. Nein, Bruder, als Feuerwehrmann. Es könnte aber Trick sein, dass er schon früh Jura fett studiert hat. Psi, Bruder, du bist 8. Klasse, ich sehe doch. Nein, der ist eher Arzt. Ah. Deswegen würde ich sagen, wir schnacken gar nicht was rum, oder? Ja, sondern dann kann sich der Erste von rechts schon mal vorstellen. Hallo zusammen, mein Name ist Gabriel, ich komme aus Mühlheim der Ruhr und bin Rechtsanwalt für Sozialrecht. Was ist Sozialrecht? Sozialrecht lässt sich in vielen Bereichen abdecken. Kannst du mir ein Beispiel geben? Wir gehen jetzt, also du hast ein Problem mit mir, dann gehört es zu Sozialrecht oder du hast ein Problem. Das ist Zivilrecht, Bruder, was du gerade erzählst. Ja, wollte ich auch gerade sagen, Zivilrecht, oh, ne? Cello Abel, boah, ich hab doch gesagt, Cello Galileo macht schon. Wo ist der Unterschied zwischen Zivil und Sozialrecht? Also das fängt auch im Studium an. Also das Erste ist, dass man die 4 Semester ein Grundwissen aufbaut, sei es Sozialrecht, Zivilrecht und dann geht man halt zum nächsten Studiengang. Also das ist alles unterschiedlich. Man geht ja dann zur nächsten Stufe über, hast du ja gerade gesagt. Das ist das Hauptstudium, ja. Hauptschule warst du? Nein, das ist das Hauptstudium. Ostato! Ostato, beste Schule in ganz Frankfurt, Bruder. Gruß an alle Hostato-Schüler. Ich grüße alle Hostato-Schüler. Wo ich Helene Lange war, waren Hostato-Schüler böse Motherfucker, muss ich zugeben, Bruder. Okay, Bruder, keine weiteren Fragen, dankeschön. Er soll ein bisschen erzählen. Auch danke, gell, dass du uns hier die Fragen so gut beantwortest, natürlich. Ich wollte noch wissen, was ist der Unterschied zwischen Zivil- und Sozialrecht? Zivilrecht ist, wenn du deine Rechte zum Beispiel als Bürger, die du hast. Und das andere war nochmal? Ja, das, was du machst. Sozialrecht. Sozialrecht ist halt, wenn du ein Problem hast zum Beispiel. Das gehört zum Sozialrecht. Wie ist dein Name nochmal? Gabriel. Was ein Präzedenzfall? Präzedenzfall ist zum Beispiel ein Fall, der sich vor einiger Zeit ereignet hat und der dann dementsprechend im Gesetzbuch steht und den man dann aufschlägt, um nachzuweisen, dass ein Präzedenzfall halt dieser Regel entspricht. Stimmt, sehr schön. Der ist gut. Er ist sehr gut. Er hat sich gut vorbereitet. Was ist das Fachwort für Präzedenzfall? Das weiß ich leider nicht. Ja, Bruder, also ich weiß. Seit wann bist du denn Anwalt? Ich habe dieses Jahr mein zweites Staatsamt absolviert, erfolgreich und kann mich ab diesem Jahr auch Jurist nennen. Also hast du schon Fälle, hast du schon jemanden vertreten? Ich arbeite in einer Kanzlei in Mühlheim. Ist doch zu jung. Das hat von Onkel gehört, zweite Staatsexamen. Lass die mal kurz reden. Sorry, Bruder, wir müssen das hier absprechen. Bruder, sollen wir dir helfen oder nicht? Nein, Schwarz. Muss doch hier klären erstmal. Müsstest du erstmal einigen. Aber Mashallah, diese dritte Semester BWL Mashallah, Bruder. Oder Maschinenbau, das ist schon auch sehr gut, Walla. Nicht mich verstehen. Aber Anwalt bist du nicht. Unmöglich, dass der Anwalt ist. Bruder, der ist niemals Anwalt. Ja. Der bringt dich in den Knast. Du bist unschuldig vor Gericht, der bringt dich in den Knast. Du kriegst 22 Jahre, Bruder. Bruder, also wie gesagt, Mashallah, wenn du uns nicht anlügst. Okay, komm, rede, Bruder, jetzt. Also hast du schon Fälle? Also ich arbeite für eine Kanzlei, Mühlheim hatte schon einige Fälle. Okay, was für ein Fall? Was war dein letzter Fall? Zum Beispiel eine Frau, die sich mit einer anderen Person
gestritten hat und es dann zu häuslicher Gewalt kam, dass ich das dann halt vertreten habe und dass ich dann entscheiden musste. Also ging es um eine Körperverletzung? Nicht um eine Körperverletzung. Es war halt ein Hausfriedensbruch. Ich dachte häusliche Gewalt. Ja, häusliche Gewalt auch, aber ein Hausfriedensbruch in erster Sicht, der Hausfriedensbruch ist doch Strafrecht. Das ist Strafrecht, Cousin. Nein, das ist nicht Strafrecht. Natürlich ist es Strafrecht. Hausfriedensbruch ist kein Strafrecht. Natürlich ist es Strafrecht. Das ist Zivilrecht. Echt? Zivilrecht? Aber du machst doch Sozialrecht, Cousin. Ich möchte aber nochmal erwidern, dass man das Grundwissen hat, was man sich aufbaut in den ersten 4 Semestern. Also man hat ein Grundwissen und das nächste, also das Hauptstudium, kannst du dich dann darauf spezialisieren, was du machst, aber du hast auch ein Vorwissen, was du dir schon aufbaust. Guck mal, das Ding ist, ich bin ja jetzt kein Anwalt, ich habe auch kein Jura studiert oder so, ich kenne mich gar nicht aus, aber ich könnte jetzt schon sagen, dass das Hausfriedensbruch ist doch Strafrecht, oder nicht? Bruder, Herz, er hat gerade 6 verschiedene Rechte genannt. Er war einfach kurz Wirtschaft, dann war der Sozialpädagoge. Bruder, ich glaube, du machst BVJ in Wirtschaft und Verwaltung. Dann danke dir erstmal, wir machen mit dem nächsten weiter. Ich bin Jan und Rechtsanwalt. Ich weiß jetzt nicht, was ich euch genau erzählen soll. Wie alt bist du? Woher kommst du? Ich komme aus Bielefeld. Sagt euch das was? Natürlich, ja, ich kenne Bielefeld. Ja, mein Anwalt, also da, wo ich arbeite in der Kanzlei, meinte auch, dass er euch beide kennt. Binder und Partner, sagt euch das was? Ich kenne nur Anwälte aus Frankfurt und aus Köln. Hast du mal was in Bielefeld angestellt? Ja, aber nichts passiert. Ja, der meinte auf jeden Fall, dass er euch beide kennt. Und ja, ich bin 30 Jahre alt und jetzt seit knapp einem Jahr als Anwalt tätig. Welchen Bereich? Strafrecht. Wir sind, also unsere Kanzlei ist auch nur auf Strafrecht fokussiert. Also wir haben nichts anderes. Was war dein letzter Fall? Ja, das war ein Doppelmord. Doppelmord? Bruder, warum lacht ihr alle? Aber eine ernste Sache, warum lacht ihr? Ja, Bruder, aber es könnte auch sein, dass nicht. Also in meiner Matrix. Ich meine, Schäme, warum lacht ihr Psi? In meiner Matrix gerade war ja, ich gehe davon aus, dass er kein Anwalt ist. Okay, okay. Aber man weiß nie. Bitte erzähl mal ein bisschen über diesen Fall. Ich darf jetzt nicht alles genau sagen, was genau passiert ist, aber da hat ein Vater seine 2 Töchter auf grausamste Art ermordet. Warum hast du so ein Lächeln dabei? Du hast ihn verteidigt, oder? Ich musste ihn verteidigen, also ich selber nicht. Ich bin ja erst seit einem Jahr dabei und das Problem ist, dass mein Anwalt das halt gemacht hat. Aber er hat dich doch gerade nach deinem letzten Fall gefragt. Ja, ja, also ich hatte selber noch gar keinen Fall. Er ist angehender Anwalt, der ist noch nicht fertig. Oder hör auf, der Sekretär-Cousin. Nein, ich darf noch keine eigenen Fälle machen. Was ist der Unterschied zwischen Mord und Totschlag? Also wenn du jemanden ermordest, planst du die Tat vorher? Punkt 1. Du hast die Tat geplant. Das ist Punkt 1, genau. Punkt 2. Ja, du organisierst alles. Ja, es ist ja geplant. Nee, das ist nicht geplant. Du planst jemanden zu töten, als ob ich jetzt sage, okay, ich bring... Pass auf, ich mach's ganz kurz mit dir, Cousin. Niedere Beweggründe, was ist das? Kommt immer drauf an, wie du das jetzt sehen willst. Definier mal kurz. Familienfälle, wenn mir jetzt beispielsweise meine Frau fremdgehen würde, wäre das ein... Echt? Es ist niedere Bewegung. Ich dachte so, das gilt als Grund. Das ist doch kein Grund, um jemanden zu ermorden. Aber was ich komisch finde, ich habe doch vorher nach deinen Fällen gefragt und dann hast du jetzt einen Fall von jemand anderem genannt. So, das ist so. Ich bin jetzt seit einem Jahr Anwalt und ich darf noch keine eigenen Fälle. Aber dann würdest du doch, also ich, wenn ich jetzt Anwalt wäre, würde sagen, ich habe noch keine eigenen. Weißt du, was lustig ist? Der sagt die ganze Zeit, mein Anwalt. Ja, das habe ich auch gewundert. Ja, Alter, der versetzt sich ja jetzt gerade in die Lage, ich wäre Anwalt. Und wenn ich so tun muss, als wäre ich Anwalt, denke ich an meinen Anwalt. Diese links sein wie ich. Bruder, ich bin nicht link. Distanzieren direkt. Distanzieren, ich bin nicht klick. Bruder, was heißt heimtückisch? Heimtückisch, ja, wenn du jemanden hinterhältst, kann man auch sagen, ermordest oder was auch immer du dann tust. Wie viele Jahre bekommt man für Totschlag? Das kommt auf den Fall an. Die Höchststrafe. Die Höchststrafe für Totschlag? 10 Jahre. Okay, das stimmt. Aber ich denke 7, Bruder. 7 ist die Höchststrafe. Nein. Das ist auch von Bundesland zu Bundesland ganz anders. Also 7 Jahre, das definitiv nicht. Ich dachte bis zu 10 Jahren, oder nicht? Totschlag? Nein. Totschlag. 7, Bruder. 7, ich glaube auch irgendwas mit 7 ist mehr. Ich dachte bis zu 10. Nee, also 100% bis zu 10. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Bundesland ihr kommt, aber in Nordrhein-Westfalen bei uns ist das... Ach, willst du uns die Schuld geben, weil wir aus Hessen kommen? Ich gebe euch keine Schuld, aber in Bayern sind die Regeln nochmal ganz anders. Ja, in Bayern gibt es nochmal 5 lebenslänglich bestimmt. Oder du kriegst für Kipp auf Boden schmeißen, Dings. U-Haft. Okay, dann danke dir erstmal. Du warst wirklich gut. Du warst nicht schlecht, Jan. Dann machen wir erstmal mit dem nächsten weiter. Hallo zusammen, mein Name ist Mamadou und ich komme aus Gambia. Ich lebe seit 4 Jahren in Deutschland und ich habe mein Studium in Gambia abgeschlossen. Nachdem ich festgestellt habe, dass die politische Situation in Gambia also katastrophal ist, habe ich halt eine Entscheidung getroffen, mich in politische Richtung halt weiterzubilden. Deswegen habe ich halt ein Stipendium über die Hans-Bockler-Stiftung bekommen und somit habe ich die Möglichkeit hier in Duisburg Essen halt zu studieren, auf meinem 2. Semester Politikwissenschaft. Und ich habe auch Praktikum gemacht, um mehr Erfahrung
halt auf dem Bereich Rechte halt zu haben, dadurch, dass ich halt mein Studium in Gambia abgeschlossen habe. Und das ist auch sehr hilfreich, wenn man halt internationales Wissen hat, vor allem halt hier in Deutschland. Und somit habe ich mich halt in verschiedenen halt, Kanzleien halt engagiert, in denen ich halt Praktikum gemacht habe und habe mich halt tatsächlich halt über Immigrationsrecht beschäftigt. Genau, da könnt ihr halt gerne Fragen stellen. Ja, aber Cousin, hast du nicht gesagt, du bist zweites Semester? Ja, ja, genau. Aber das heißt, du bist ja Student? Nee, also ich habe mein Anwaltsstudium in Gambia abgeschlossen. Geht es hier jetzt um Gambia-Staatsexamen oder deutsche Staatsexamen? Nee, das ist eher nur Frage. Zählt das auch? Das zählt auch, theoretisch. Der hat gewonnen, Bruder, der ist es. Nein. Hab ich schon am Anfang an aber gesagt. In Gambia ist er Anwalt. Wie viele Jahre warst du in Gambia Anwalt? Ich habe da mein Studium abgeschlossen. Wie alt bist du? Ich bin 28. Wie heißt die Universität in Gambia? UTG, University of the Gambia. Also ist das gerade richtig beschissen, weil wir können keine Fragen zu Gambia stellen. Das ist sehr hart. Bist du da Strafrecht gewesen, Wirtschaftsrecht? Also das ist eine gute Frage, aber diese Frage kann ich nicht hauptsächlich beantworten, weil ich habe mich nicht ganz spezialisiert. Also es ist je nach wie man dies spezialisiert, zum Beispiel in Deutschland, es gibt Gerichtsbarkeit, es gibt besonderes Rechte, es gibt Ordnungsrechte und Verfassungsrechte. Aber du hast doch in Gambia als Anwalt gearbeitet, oder nicht? Nee, habe ich nicht. Ich habe mein Studium abgeschlossen und dann wollte ich nicht mehr Anwalt, also in die Praxis gehen, weil ich halt mehr in die politisch auch was machen wollte. Ich wollte was verändern halt deswegen. Also ich habe gemerkt, dass Anwalt also bringt nicht viel, weil es gibt auch viele Korruption da, die nehmen nur Geld und so weiter und wollte es mir nicht einmischen. Und das zweite Grund auch ist Islam, ich bin Moslem. Aber Achi, du bist doch ein ehrlicher Typ, oder? Ein Muslim darf nicht lügen, Cousin. Ja, das steht auch im Koran, da hast du recht. Bist du Anwalt? Der ist Anwalt. Ja, bin ich Anwalt. Guck mich an. Ich guck mich an. Okay, du bist so süß, du lächelst. Das Ding ist, Gambia würde ich dir voll abkaufen. Das ist schwer, Bruder. Nur das Problem ist, wir können dir gar keine Fragen stellen, weißt du? Warte, Chilo, aber ich habe eine Frage. Also du hast jetzt einen Mandanten, stell mal vor jetzt, das ist ein Fallballspiel, ja? Du hast einen Mandanten und du weißt, er hat Scheiße gemacht, aber du musst ihn ja verteidigen. Also das heißt, um die Ecke musst du lügen. Vom Richter, vom Staatsanwalt. Ich muss den nicht halt vertreten. Ich habe diese Entscheidung zu treffen, ob ich den überhaupt vertreten muss. Ja, nee, aber ich meine ja, du arbeitest in einer Kanzlei und du musst jetzt den vertreten. Würdest du dann auch lügen, also für ihn? Deswegen auch bin ich nicht in die Praxis gegangen, sonst hätte ich in Gambia halt was mit Anwalt gemacht. Und so würde nie ein Anwalt antworten. Ich habe mir davor ein Video angeguckt und also, ein so Anwalt macht rechtlich alles korrekt. Weißt du, das heißt, er lügt gar nicht, sondern er guckt auf die Gesetze und sagt dann, okay, anhand dessen möchte ich meinen Mandanten verteidigen, aber der würde jetzt nicht lügen, weißt du? Oder wie bei Better Call Saul, du sagst, legen Sie einen Euro, einen Dollar dahin, danach kann ich Sie vertreten und so weiter. Es gibt auch so rechtliche Dinge, dass du dann trotzdem nicht lügst. Ja? Aber in Louisiana. Ja, genau. Oder in Gambia. Es ist halt schwer mit Gambia. Wir haben nicht. Was ist das Nachbarland von Gambia? Senegal. Okay, stimmt. Also hier ist Gambia, es wird von Senegal umkreist. Ich denke, er kommt wirklich aus Gambia, Jungs. Er kommt ich wirklich denke, aus Gambia. Er hat auch was studiert da. Genau, mashallah, ja, Bruder, stabil, wallah, achi. Theologie. Oh, genau, richtig. Stell dir mal vor, der ist Imam, Bruder. Dann denkst du, Imam kommt hierher oder was? Imam ist Moschee, Bruder, lass mal ruhig. Es ist auch Voraussetzung halt für vielen in Gambia zum Beispiel, wenn man halt ein Richter halt schwören muss, in Amt kommen soll, also muss er oder sie auf dem Koran halt schwören. Also das ist auch sehr wichtig. Ah, krass. Aber so, es, ist eine Islam, es ist ein muslimisches Land, aber es gibt auch... Ach du Koran, muss man dann sagen, gell? Okay, nee. Bruder, okay, dann danke dir erstmal. Er war gut. Du warst gut. Du bist guter Mensch, du hast ein sehr reines Herz. Ich merke das, Achi. Lügen ist nichts für dich, man merkt es, ja? Danke. Okay, dann machen wir mit dem hinten rechts bitte weiter. Eine Frage noch. Wie lange hat das Studium gedauert in Gambia? In Gambia dauert das ungefähr 8 Jahre, 8 bis 9, je acht nachdem. Jahre. Acht Jahre? Aber im Gericht legst du eh nur Hand auf Koran. Also Referendarien in Gambia ist nicht so relevant. Hier ist das sehr wichtig. Du musst das machen, bevor halt deine Anwaltschaft... Wie alt bist du? Okay. Ich bin 28. Ab wie vielen Jahren kannst du dort Jura studieren? Also es geht von 1 bis 12. Ab 12 Jahren kannst du schon anfangen zu studieren? Nee, das Schulsystem halt, es baut sich von einem... Ja, ab wann, ich meine, ab wann beginnt dein Studium? Ab 18. 18, dann haut es nicht hin. 10 Jahre werden das. Du bist jetzt 28, wenn du 8 Jahre dort studiert hast du gesagt, dann bist du 26, du bist doch aber seit 4 Jahren hier, meintest du? Ja. Ja, dann haut es nicht hin. Also ich kann auch die Schule halt also schnell beendet haben, ne? Verstehst du nicht, was ich meine? Du müsstest jetzt 30 sein. Nee, ich kann das verstehen, was du gesagt hast. Aber in Gambia, es gibt die Möglichkeit, dass wenn du gut in die Schule bist, wirst du halt übersprungen. Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich rede von meinem Fall, dann würde ich sagen, bei mir war es aber anders, aber er ist raus. Verstehst ja, du? Bruder, war dünnes jetzt, Eis. Er müsste 30 sein. Ja, dünnes Eis. Verstehst du, was ich meine? Safe, dünnes Eis, Cousin. Aber wir hören erstmal den Nächsten. Ich bleib dabei, er ist es. Ja, moin moin erstmal. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Jakob, ich bin gebürtiger Hamburger.
Und ich habe jetzt vor dem Sommer mein zweites Staatsexamen abgelegt und ich werde jetzt familienbedingt in der Kanzlei meines Vaters in Hamburg anfangen, im Bereich Zivilrecht. Wie alt bist du? Ich bin 23. 23? Kriege ich öfters zu hören, das kenne ich. Ey Bruder, kann man auch zwei Dinger reinmachen? Oder zu wenig Wasser, aber... Muss man nicht, wie lange muss man studieren? Du weißt ja, Grundstudium geht etwa 4 Jahre, das sind 8 Semester und dann 2 Jahre obendrauf die Spezialisierung, beziehungsweise, ach, das weiß ich gar nicht, aber Spezialisierung danach, 2 Jahre, das heißt, ich habe 6 Jahre studiert, ich habe mit 17 die Schule abgeschlossen und habe dann direkt mit dem Studium angefangen und dann 6 Jahre lang studiert, um jetzt in den Beruf direkt einzusteigen. Okay. Also zeitlich haut's hin. So. Ja, so hast du Suits geguckt? Suits, natürlich. Angefangen. Aber so viel Zeit ist jetzt auch dann nicht. Dann bist du kein Anwalt. Denkst du, Anwalt guckt Suits oder Anwalt ist die ganze Zeit da am Arbeiten? Aber warte. Ich glaube dir mit dem Alter nicht. Wie alt bist du? Ich bin 23. Hey, Entschuldigung, ich muss einen Test machen, dann ich werde euch sagen, ob er Anwalt ist, ja? Ist okay, ne? Ich will ja herausfinden. Es geht ja hier darum, gell? Hey, also, das wird nicht handgreiflich. Das ist kein Anwalt. Wie riecht ein Anwalt? Nicht wie du, Bruder. Auch hier die Körperhaltung. Das ist kein Anwalt, Bruder. Das ist kein... Entschuldigung, dass ich anfasse, Bro. Alles gut. Korrekt. Du kannst dich auch anfassen, wenn du willst. No homo. Ja, netter Junge auch. So, da hat sich so frisch vorgestellt und so. Aber ja, kein Anwalt auf jeden Fall. Ich hätte es gerochen sonst. Warum trägt man eine Robe im Gericht? Eine Robe, das ist eine traditionelle Sache. Ja, okay. Bis wann haben die, oder warum haben die Richter damals Perücken getragen? Weil die Glatze hatten. Nein, weißt du warum? Weil die nicht Haare waschen wollten. Ja, genau. Ey Jungs, ihr habt den Trauma, den armen Ball. Der steckt's richtig gut weg. Der ja, Mann. Der kann's echt gerade, Bruder, kommen. Okay, Zivilrecht. Zivilrecht, genau. Angenommen, ich beleidige jetzt hier den netten Herrn Celo. Oh, Bruder. Aber das würdest du ja natürlich niemals machen, Bruder. Ich würde es natürlich niemals machen, ja? Das wäre ein Fallbeispiel. Ich würde ihn jetzt als Idioten Fiction beleidigen. Das stimmt ja erstmal gar nicht. Genau. Was wären seine Mittel und Wege? Wie müsste er vorgehen, um gegen mich dann vorzugehen? Naja, du musst erstmal schauen, in welchem Rahmen das passiert ist. Wenn du das jetzt im öffentlichen Rahmen machst. Ich will machst, die Hand so wie ich euch wahrnehme, ich denke, ihr habt schon eine Plattform öffentlich im Internet. Wenn du das jetzt darüber verbreitest, könnte das in Richtung üble Nachrede und Rufmord gehen. Also zugegeben, mein Fachgebiet ist jetzt eher wirtschaftlicher Bereich. Aber er könnte natürlich gegen dich vorgehen, indem er beweisen kann oder Grund zur Annahme hast, dass du ihm durch diese üble Nachrede geschädigt hast auf irgendeinem Wege. Der ist Student, aber kein... Wollte ich gerade sagen, unterschätzt Studenten nicht, ne? Paragraf 31. Du kannst immer gut in den Raum werfen, aber welches Gesetzbuch meinst du denn? Welches Gesetzbuch meinen wir mit Paragraf 31? Strafgesetzbuch. Ach so, Strafgesetzbuch. Genau. Das ist nicht mein Thema. Du bist wirtschaftlich recht, ja, Wirtschaftsrecht. Bürgerliches Gesetzbuch wäre das dann. Aber ich sag dir so, die Gesetze kann man nicht auswendig. Also Bruder, er hat mir gut gefallen. Er hat mir auch gut gefallen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er studiert. Oder sein Vater ist wirklich Anwalt. Ja, sein Vater ist Anwalt plus er studiert gerade. Aber ich wollte nochmal, du bist 23 Jahre? 23, genau. Baujahr? 98. 98, wann hast du Geburtstag? 98? Warte, wann hast du Geburtstag? Dogi Hauser, kennst du den? 24. Dezember. Das heißt, du wirst noch 24. Ich werde jetzt 24 dieses Jahr, genau. Dann danke dir erstmal. Dann machen wir mit der letzten weiter. Dankeschön, Bruder. Vielen Dank. Hallo, ich bin Nadine aus Düsseldorf und ich bin Rechtsanwältin. Boah, wie seriös. Oh mein Gott, sie ist das. Ja. Was für ein Fachgebiet? Scheidungsrecht. Boah, Scheidungsrecht. Oh. Nur? Passt auf, wie ihr redet, die nimmt euch alles ab, was ihr besitzt. Was vertreten Sie lieber, Frauen oder Männer? Das ist mir eigentlich ziemlich... Frauen vertreten Männer besser, bravo, genau. Da mache ich keine Unterschiede. Die hat da keinen Unterschied, okay. Was war denn dein letzter Fall? Mein letzter Fall war eine Scheidung. Ja, aber wie geht's da voran? Also wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich kenne mich damit jetzt nicht aus. Also ich habe noch keine Scheidung hinter mir. Wie läuft das ab? Die kommen dann zu dir und wollen sich scheiden. Ja, genau. Du kommst zu mir und sagst, ich habe mich getrennt und dann will ich mich scheiden lassen. Warum brauche ich einen Anwalt, wenn ich mich scheiden lasse? Weil es im Gesetz steht. Wie ist denn dann der Vorgang, wenn ich jetzt, ich bin verheiratet, aber dann irgendwas Scheiße passiert, Koffer vor Tür von Frau und dann ich muss kommen zu ihnen und sagen, ich will meine Alte verlassen und so dies, das, gell? Wie ist dann der Vorgang? Was machen wir dann als allererstes? Ja, was macht man da als allererstes? Man sitzt da und erzählt erstmal seine Geschichte, ne? Und dann guckt man, was man zu regeln hat. Es gibt doch einen Vorgang, wenn man doch routiniert ist, in dem... Die ist keine Anwältin. Sorry, dann den Anwalt, den ich wohl beleidigt habe. Nein, die ist, Bruder. Chill, nein, die ist nicht. Können Sie mir das Wechselmodell erklären?
Ja, das ist doch relativ einfach. Wir haben ein Kind, was eine Woche bei Mama und eine Woche beim Papa lebt. Sehr stark. Warum ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass ich eine Anwältin brauche, wenn ich mich von meiner Frau trenne? Beim Trennen steht es nicht im Gesetz, aber wenn du die Scheidung durchführen willst, da steht es im Gesetz. Die Zuschauer, die wollen vielleicht so einen kleinen Einblick in ihren Alltag haben. Ja? Sagen wir mal beispielsweise, da kommt jetzt wirklich der Thomas zu ihnen. Er sagt, die Ulrike, die hat mich betrogen, die alte Schnecke, und ich möchte mich jetzt von ihr scheiden lassen. Frau Anwältin, ich bin komplett überfordert. Wir haben zwei Kinder, wir führen ein gemeinsames Konto. Was ist der erste Schritt, den ich jetzt einleite, um die Ulrike loszuwerden? Entweder ziehst du aus oder Ulrike. Die Ulrike, die wohnt schon mit Manfred in meiner Wohnung. Sie hat mir immer gesagt, sie ist der beste Freund, aber ist jetzt doch der Stecher. Was mache ich? Dann machst du nichts. Oh. Ich habe eine Frage, das interessiert mich jetzt wirklich. Falls Sie wirklich Anwältin sind, oder darf ich Sie duzen? Natürlich. Aber habt ihr gemerkt, wir haben Sie alle gesiezt, automatisch. Ja, nur haben wir du. Ja, aber wegen Ihrem Auftreten. Das ist mir auch schon aufgefallen. Sagen wir, ich habe mit meiner Frau geheiratet ohne Ehevertrag. Und ich habe zum Beispiel eine Firma, ich habe ein Haus, ich habe ein Auto. Und angenommen, dann trenne ich mich. Hat sie dann Anrecht auf mein Eigentum oder wie sieht ja, das natürlich. Aus? Natürlich. Wie viel kriegt sie dann? 50-50, oder? Ja, aber man muss es berechnen. Also du kannst es pauschal nicht sagen. Nach was für Maßstäben? Ja, du musst ja gucken, was vorher da war und was bei Eheende da war. Ah, okay. Krass. Kannst du es grob berechnen? Mal angenommen, Anfang, alle meine Eigentümer ergeben 1 Million. Dann bin ich mit der 10 Jahre zusammen. Und dann habe ich 10 Millionen. Dann hast du ja einen Unterschied von 9 Millionen und sie hat nichts, oder was? Ja, nee, ich habe mir das in der Zeit erarbeitet. Sie hat nichts am Konto, sie hat keinen Schmuck, sie hat keine Taschen, keine nix. Hat sich dann, was weiß ich, 20.000, 30.000 angespart oder so, aber... Ja gut, das musst du ja auch mit reinrechnen. Ja, dann 10 Millionen und 30.000. Hast du einen Taschenrechner? Ungefähr. Ich will nur wissen, in welchen Dimensionen sich das bewegt. Da gibt es Berechnungsprogramme für. Okay, und das können Sie mir nicht sagen, wie viel das ungefähr wäre? Nein, kann ich nicht. Ja, gut. Okay, danke schön. Vielen Dank. Wenn sie mal ein bisschen mehr aus sich rauskommen würde, wäre das krass. Ja, das wäre wirklich sehr gut. Den nächsten Zeugen bitte in den Zeugenstand. Ich würde sagen, wir müssen uns jetzt mal für einen entscheiden, den wir nach Hause schicken, Cousin. Genau. Wen würdet ihr am ehesten rauskicken? Ich würde Sie nach Hause schicken. Sie? Ja. Nein, um Gottes Bro, Willen. Nein. Direkt am ehesten raus? Hier, ich einschüchterle so ein Helmes. Ja, Mann, alle. Jungs, alle. Aber die anderen waren doch noch schlechter. Okay, ich hab aber selber mal eine Frage. Wie riecht denn ein Anwalt? Das würde mich ja mal interessieren. Boah, nach Stresshormonen. Nach Bleistift. Nach Bleistift? Wenn du so viele Strafanzeigen wie ich hattest und so oft vor Gericht warst, als selber Beschuldigter, dann wirst du irgendwann mal, wird deine Nase dann den Anwalt automatisch riechen, wie in meinem Falle. Und ja, das kann man jetzt nicht hier sagen wie Shiro oder Sky, sondern das riecht halt sehr anwältlich, ne? Abdi, willst du an ihr nochmal riechen? Das war jetzt gerade nur ein schauspielerisches Element à la der Pate, das ich hier einbauen wollte. Ja, wir sind doch Entertainer. Ey, wen würdet ihr jetzt aber rausschmeißen, Jungs, als erstes? Ihn, ja. Ich persönlich Mitte? Ihn. Weil von seiner Argumentation er jetzt nicht unbedingt... Wir haben ihn aber nicht viel gefragt, ehrlich gesagt. Lass ihn mal nochmal mit dem kurz reden, ein bisschen. Kann er nochmal das Mikrofon haben? Ja, was willst du denn noch fragen? Was kriege ich für Mord? 15 Jahre, lebenslänglich. Krieg ich immer lebenslänglich? Kann, Sicherheitsverwahrung kommt drauf an, ne? Also 15 Jahre kriegst du auf jeden Fall. Warte, was? Warte. Nach 15 Jahren wird dein Fall nochmal aufgerollt, um zu gucken, ob du überhaupt in die Gesellschaft eingegliedert werden kannst. Wie viele Jahre sind lebenslänglich? 15. Ey, was ist die Abkürzung von lebenslänglich? LL. Und SV? Nee, habe ich noch nicht gehört. Also ich kenne das Wort Sicherheitsverwahrung, habe ich ja auch eben zu ihm gesagt, 15 Jahre. Was heißt TÜ? TÜ. Oh, das weiß ich auch nicht, sag mal, Otto. Telefonisch überwacht. Ja, aber damit hat ja ich nichts zu tun, sondern die Polizei. Also keine Akteneinsicht, siehst du nicht? Was? Ich darf ja jetzt nicht sagen, was TÜ ist. TV? Wer ist der Fernseher? Bruder, ist hart. Nee, ich verstehe eure Fragen jetzt nicht. Also das sind ja nur Abkürzungen. Wir reden ja nicht in Abkürzungen. Ich sag dir ehrlich, Cousin, ich bin ein Ding, raus. Abdi? Der ist kein Anwalt, würde ich sagen. Nein. Er macht was anderes Ehrenwertes, Akademisches. Ich würde sagen, er ist Architekt. Bauingenieur, Architekt. Maschallah, der ist Architekt, ja. Auf jeden Fall, der Bre ist reich. Sein Gesicht sieht nach Geld aus. Aber er ist kein Anwalt. Ja, würde ich auch nicht sagen. Dann dank dir, aber das heißt, du müsstest dann einmal raus. Am ehesten raus würde ich rechts wohnen, ja, oder? Ja, ich würde auch mit dem nochmal kurz reden. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich bin der Anwalt. Ich lasse es vielleicht nur so wirken, dass ihr denkt, dass ich kein Anwalt bin. Perfekt, pass auf. Ich komme nach vorne. Sie sind mein Anwalt jetzt. Ja? Wir laufen jetzt ins Gericht rein und ich will Ihr Anfangsplädoyer sehen. Anfangsplädoyer? Ja. Nein, Mr. Richter.
Wir laufen jetzt rein, ich setze mich auf die Anklagebank, Sie eröffnen das Anfangsplädoyer, okay? Okay, wegen welcher Straftat? Straftat, Zivilrecht. Was wird ihm vorgeworfen? Mir wird vorgeworfen, ich habe ihn um 180.000 Euro gezinkt. Okay, wir müssen sitzen. Stehen. Aber muss man stehen bleiben? Der Richter sagt dann, dass man sich setzt. Achso, bitte setzen. Jetzt wird der Richter sagen, das Plädoyer darf eröffnet werden. Das Plädoyer? Plädoyer. Es wird dann von der Verteidigung dann aufgerufen. Was bedeutet Plädoyer? Püree, Kartoffelpüree, Bruder. So. Der Fall, der erklärt wird, beziehungsweise was die Staatsanwaltschaft bzw. der Gegenkläger meinen Mandanten jetzt hier vorwirft. Dann bitte, Herr Anwalt. So. Die Gegenklage wirft meinen Mandanten vor, dass er von der Gegenklage 180.000 Euro erbeutet hat oder gezinkt hat. Dafür müsste ich aber nochmal sagen, dass mein Mandant bzw. mein Gegenüber keine Beweise dafür hat und die Klage abgewiesen werden soll. Genau, das war's? Das war's. Bruder, ich bin frei. Dankeschön, mein Bruder. Wegen dir, ich gehe 22 Jahre in Knast. Borowski. Weißt du, wo du guter Anwalt wärst? Bei RT, bei, wie heißt er, Sat.1? Bei Borowski, Bruder. Borowski, da wärst du Barbara. Nein, Mann, Alexander Holt, meinst du? Ja, Mann, Alexander. Lass mal auf ihn eingehen. Gab es schon Personen, die du nicht vertreten wolltest? Also wenn jetzt zum Beispiel eine Person auf mich zukommt und sagt, ich habe jetzt jemanden umgebracht oder jemanden körperlich verletzt, dann würde ich das niemals vertreten, moralisch. Aber kannst du doch aber eh kannst, nicht. Aber wollte ich gerade sagen. Du bist doch im Sozialrecht tätig. Aber man kann auch andere Menschen vertreten. Aber ich verstehe immer noch nicht ganz, was Sozialrecht ist, weil du sagst die ganze Zeit Sozialrecht. Aber dann nennt er Sozialrecht, ich kann dir ein Beispiel geben. Du bist jetzt arbeitslos und du hast Rechte zum Beispiel darauf, dir Hartz IV Arbeitslosengeld. Aber das ist doch Arbeitsrecht, oder nicht? Das ist nicht Arbeitsrecht. Arbeitsrecht ist, wenn du zum Beispiel zur Arbeit gehst und deine gewissen Pausen haben sollst oder gewisse Bedingungen erfüllen werden muss. Also, verstehst du, was ich meine? Okay, gehen wir vom Arbeitsrecht, gehen wir davon mal weg. Anderes Recht. Also das soziale Recht meinst du jetzt? Ja, Sozialrecht. Womit komme ich dann zu dir? Also erstmal wirst du Arbeitslosengeld 2 erhalten. Nein, ich meine jetzt, nenn mal ein anderes Beispiel. Anderes Beispiel kann ich dir auch nennen. Einen Moment. Oder wollen wir es nicht schnell machen nach hinten? Ich will nur wissen, was. Okay. Du hast das Recht auf Kindergeld, wenn du Kinder hättest. Ist auch ein Sozialrecht, was du bekommen kannst. Bis wie viele Jahre darf man Kindergeld beziehen? Bis zum 18. Lebensjahr, außer es wird eine Ausbildung angefangen. Dann muss man je nachdem gucken, ob das Kind noch bei den Eltern zu Hause lebt. Hast du gerade gesagt, bis zum 18. Lebensjahr Kindergeld? Nein, also hauptsächlich bis zum 18., aber die meisten fangen ja ab dem 18. Lebensjahr eine Ausbildung an. Der ist raus, das hat gar nichts mit dem Alter zu tun. Das hat gar nichts, Bruder. Also maximal, glaube ich, bis man 25 ist, glaube ich. 26 oder 25, irgendwie so. Na, aber doch, es ist, du musst Schulbescheinigung zeigen, du kriegst nicht einfach so Kindergeld. Stimmt schon. Du bist, glaube ich, bei Volljährigkeit bist du schon draußen. Da hat er recht, aber je nachdem, wo man lebt und was man macht. Cousin, die Anwältin ist beleidigt, wenn sie. Wenn ich zum Beispiel jetzt im Studium bin, kriege ich auch noch Kindergeld. Der kriegt doch selber bestimmt Kindergeld gerade, Bruder. Darum weiß er das. Wie kriegt man BAföG? BAföG, das meldest du an. Ey, nein, Bruder. Mhm. Hast du nicht gesehen, wie er mich gerade hier vertreten hat? Ich wäre lebenslang gegangen, Bruder. Ist das so? Ja, um Gottes Willen. Also ich kenne mich nicht aus, war noch nie im Gericht. Bitte, nein. Okay, also Bruder, ich glaube, wir sind uns einig, oder? Ich bin raus, ich sag dir erst raus. Ich sag auch raus. Was sagt ihr, Jungs? Ja, raus, ja. Raus, Cello. Aber er ist ein guter Schauspieler. Ja, ist gut. Ja, und er ist auch nicht dumm. Ja, vielleicht will er es studieren, vielleicht ist er 19 oder so. Löst ihr später auf, wer was wirklich macht? Ja, normal. Ich bin sehr gespannt, dann, was abgeht. Gabriel, dankeschön. Dann danke dir auf jeden Fall, dann müsstest du einmal bitte rausgehen. Alright, 3 Teilnehmer haben wir noch. Wen kicken wir als nächstes raus? Ich würde mit Gabun reden, weil Gabun schwankt mir ein bisschen. Ja, der ist safe raus. Diese Frage, ach, safe willst du den raus? Gambia, Bruder, nicht Gabun. Gambia, nicht Gabun. Alle, was haben wir gemacht? Afrika. Seid ihr voll auf Afrika Cup, alle? Es hat für das nicht gepasst, weil du das im Kontext nicht setzt. Also, du lebst in Deutschland und hier ist bürokratische Stadt. Das heißt, jeder Ablauf geht nach den Regeln. Naja, aber guck mal, du hast über deinen Fall gesprochen und hast du gesagt, ich habe dich gefragt, ab wann kann man da studieren? Du meintest, ab 18. Ab 18, ganz genau. Aber nicht, wenn du Geld hast. Also du hast Geld? Also du hast Geld. Ja, meine Familie, klar. Aber dann würde ich das doch sagen. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich rede von meiner Story, mal angenommen, keine Ahnung. Sagen wir, wir reden von YouTube. Und man sagt, man darf ab 13 erst mit YouTube anfangen. So, dann würde ich auch sagen, ja, man darf ab 13, aber ich habe trotzdem schon mit 11 angefangen. Wo kommst du her, wenn ich fragen darf? Also Herkunft? Papa aus Ghana, Mutter Deutsch. Hast du sowas nie mitbekommen?
wo es halt Auswertungen gibt oder Korruption in die Regierung. Ja, ja, klar, gibt es. Also nicht nur in Gambia, sondern in Senegal, in Mali, überall. Das ist das größte Problem in den afrikanischen Kontinenten. Nicht nur Afrika, sondern in viele asiatische Kontinenten auch. Das heißt, deine Eltern haben die Leute dort bestochen? Ja, aber was die gemacht haben, es liegt nicht an meiner Verantwortung. Ich sehe die immer als meine Eltern. Korruption gibt es überall auf der Welt, auch in Amerika, auch in Deutschland. Nur hier wird es besser vertuscht. Das ist die Sache. Genau. Ich habe eine Frage an ihn. Du bist jetzt im zweiten Semester hier. Was hast du gelernt? Ich studiere Politikwissenschaft aufs zweiten Semester. Maschallah, Bruder. Aber nicht Jura. In Deutschland? Nee, aber ich mache Praktikum ab und zu mal. Deswegen kenne ich halt mich ein bisschen. Aber der sagt ja dann gar nicht, dass er Anwalt ist. Er ist doch in Gambia. Gambia. Also, ich kenne mich ein bisschen mit Migrationsrecht und so weiter. Und deswegen habe ich gerade eure Diskussion mitbekommen mit dem Jungen hier. Also, auf jeden Fall, es gibt Vorsorgerrecht und Versorgungsrechte. Und zum Beispiel Vorsorgerrechte, Kindergeld zum Beispiel. Aber das kennt meine Mutter auch auswendig. Ja, ja, ja. Und wenn man halt weiter studiert oder irgendwelche Art von Bildung macht, dann muss man das jährlich nachweisen, bis zum 25. Lebensjahr. Bruder, er ist gut, gell, aber... Du bist raus, weil ich glaube, dass du studierst. Ich kann mir vorstellen, dass du das studierst und dass du auch seit 4 Jahren hier bist beispielsweise, weißt du? Nur ich glaube dieses Anwaltsding nicht, weil wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich komme hier als Anwalt hin, dann sage ich doch nicht, ey, in meinem Heimatland haben meine Eltern Korruption gemacht, aber ich glaube, das war doch, eher... Doch, Bruder, warum nicht? Warum erwähnst du das jetzt mit der Korruption zum Beispiel? Weil wir einen Grund sagen, weshalb ich da halt nicht weiter arbeiten möchte. Nee, ich meine, warum sagst du das jetzt öffentlich hier? Was erhoffst du dir dadurch? Nichts, also es geht um Rechte und Anwalt, es gehört zu meiner Verantwortung oder einer meiner Grundsätze ist, Korruption zu bekämpfen. Weißt du, warum das nicht hinhaut? Weil du das am Anfang nämlich schon erwähnt hättest. Sagen wir, du kommst hier hin, weil du jetzt auf Korruption aufmerksam machen willst, dann sagst du das nicht erst, weil ich dir die Frage gestellt habe, das dann quasi als Rechtfertigung, weißt du? Nee, also... Aber wir sind ja dafür, zum Beispiel ich persönlich glaube eher, dass er kein Anwalt ist, als er oder sie. Also ich würde jetzt bei ihm dann weitermachen. Ja. Dass wir ihn nach Hause schicken. Er ist raus. Ich würde rausfahren. Aber wir zwei wollen nicht zulassen, dass wir ihn rausschicken. Wir wollen, dass er rausgeht. Wir kämpfen für ihn. Dann lass ihn erst mal fragen. Genau, bitte. Ich bitte drum. So, mein Lieber, seit wie vielen Jahren bist du Jurist? Jurist? Noch gar kein Jahr. Dann bist du ja gar kein Anwalt. Was? Hast du Staatsexamen gemacht? Genau. Nach dem zweiten Staatsexamen ist man Volljurist. Meine Schwestern haben doch auch Jura studiert, Mann. Ich kenne mich doch aus, ich hoffe Koran. Ja? Bisschen, also wahrscheinlich mehr als du. Ich glaube, dass du Jura studierst. Ich glaube auch, dass du Jura studierst. Du wirst noch Anwalt in 10 Jahren? Oder? Also nein, inshallah, früher natürlich. Und du bist auch gut, deswegen kennst du dich auch so aus, weißt du? Aber sein Vater ist 100% Anwalt. Ja, 100%. Und auch sein Großvater, auch der Großvater. Wie heißt die Kanzlei von deinem Daddy? Kühl und Heinz. Sein Vater ist Safe-Anwalt. Kannst du mir sagen, was ein Pflichtanwalt ist? Ne, das ist für die Pflichtverteidigung im Strafrecht. Und wann braucht man den? Also die wird halt genutzt, wenn der Angeklagte, vom Staat Angeklagte, keinen Verteidiger hat. Dem steht halt immer ein Pflichtverteidiger zur Verfügung. Das ist gesetzlich festgelegt. Also ich sag, dass er keine Was für ein Auto fährt dein Vater? Er fährt einige, was willst du wissen? Einige, Bruder. Einige? Ja, Bruder, 3 Corsa sind auch einige. Das ist eine krasse Antwort, gell? Hat er Maybach? Nein. Nein. Also man will ja auch nicht so darüber kommen. Also Digga, ich sag dir ehrlich, der ist schon souveräner als der. Ja, ich finde ihn auch deutlich besser als ihn. Was sagt ihr, Jungs? Meinung geändert? Chilo muss jetzt entscheiden. Allein mit den Zeiten, Jungs, das hat nicht hingehauen. Bruder, ich sage, sein Vater ist Anwalt. Aber er nicht. Er hat das Staatsexamen in Gambia gekauft. Aber wenn er es gekauft hat, dann ist er ja Anwalt. Sie arbeitet bei Dings, Pro Familia irgendwas, Beratung. Die musst du überlaufen. Ja, also du hast eben gesagt, dass ich habe das Staatsexamen in Gambia gekauft. Und da liegst du leider falsch, weil man kann sich das nicht kaufen. Man kann halt... Du hast doch selber gerade gesagt. Nee, deswegen habe ich gesagt, die Antwort ist in die Details. So, if you don't understand, you can ask back. Der ist es, weil er ist gerade empört. Ja! Ich habe meinen Arsch aufgerissen. Du hast... Das ist ein Arsch, Digga. Das ist ein Arsch. Scheiße, heute verlieren wir, Bruder. Ey, Jungs, ich muss euch kurz aufklären, gell? Ja. Wenn wir den Falschen wählen... Ja. Da muss der Bre 500 Euro dem Typen geben. Dem Lügner. Muss ich 500 Euro geben? Er muss 500 Euro. Muss ich 500 Euro geben? Kann ich, Bruder, vertrauen Sie mich doch. Bruder, es gibt den Brief und Siegel. Der Brief und Siegel, sie ist die Anwältin. Ich will nur, dass sie noch ein bisschen mehr aus sich rauskommt. Aber sie ist die Anwältin, Bruder. Okay. Aber sie ist ja, sie hat doch gesagt, Scheidungsanwältin, gell? Ja, da kommen wir noch hin. Lass erst mal einen rausholen. Dann okay, Bruder, wir hören auf dich. Wir sind Berater. Ja. Es ist eure Show. Nein. Wir sind Berater, es ist eure Show, ihr entscheidet. Also ich sage, der Bruder ist Anwalt. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Du, sag, wen willst du rausvoten? Ich wollte ihn eigentlich. Ich will ihn raus, Bruder. Ihn raus. Nee, ich bin für Mitte raus. Ich bin auch für Mitte raus, aber ihr hattet ja was dagegen, ne? Wir hatten was dagegen. Wir machen einfach Ching Chang Chong. Ching Chang Chong. Ich und er, wir sind für Mitte. Bruder, ich bin aus Glücksspiel draußen, Bruder. Wenn ihr wollt, entscheidet. Komm mal. Bis 3 oder bis 1? Ich lass dich drin jetzt, Bruder. Komm. Bis 1. Bis 1? Ja. Aber ohne Brunnen. Schere, nein, nochmal. Ohne Brunnen, tamam.
Hat schon vor. Schnick, schnack, schnuck. Boah. Schnick, schnack, schnuck. Ah. Schnick, schnack, schnuck. Pü. 1-0. Nein, nein, wir haben gesagt bis 1. Bis 1, bis 1. Krass, immer Stein als erst, gell? Du hast auch Hunter gegen Hunter geguckt, gell? Maschine. Natürlich. Okay, Bruder. Das heißt, Mitte muss raus. Finale, Jungs? Finale. Bruder, ich will mit der Frau reden. Ich will auch mit der Frau reden. Kannst du ihr mal das Mikro geben? Scheidungsanwältin. Für uns ist es ja praktisch, theoretisch entschieden, weil wir ja davon ausgehen, dass er kein Anwalt ist, müssen wir ja... Das heißt, ihr sagt auch, links ist authentisch, ne? Ja, links ist dann logischererweise authentisch. Ich finde, ich würde gerne aber noch von ihr ein bisschen was hören. Ich würde auch gerne. Weil wir haben so wenig von ihr gehört. Was ich mich jetzt frage, ist das so, dass du dann... Wenn du Jura studierst, nur diesen einen Bereich hast oder hast du auch verschiedene Bereiche? Also hast du auch Allgemeinwissen so, oder hast du nur den Bereich? Du spezifizierst dich erst nach dem Studium bzw. nach dem Referendariat. Ah, okay, okay. Krass. Das heißt, wir können auch allgemeine Fragen stellen. Was verdient ein Anwalt im Monat, pauschal? Pi mal Daumen. Du bist ja die Frage, ob du angestellt bist oder ob jetzt du selbstständig in Fall. Bist. Sind Sie angestellt? Nein. Mach mal 10.000 als Angestellter. Ja. Machst du mehr? Über Geld spricht man nicht. Na klar spricht man über Geld. Es würde mich schon interessieren, ob sie mehr verdient als 10 oder weniger verdient als 10. Ja, mehr, denke ich schon. Wenn man als Angestellter 10.000 verdient, dann wird man als Selbstständiger wohl mehr verdienen. Ich denke, es kommt auch hart drauf an, in welchem Bereich du tätig bist. Ist es eine große Spanne? Ja. Wo würdest du sagen, verdient man am meisten als Anwalt? Wenn du für Firmen arbeitest in der Wirtschaft, in der Industrie. Okay, guck mal, er nickt auch schon. Ja, ja, weil das sein Dad macht. Und er will jetzt Jura studieren oder studiert schon Jura. Sein Dad hat mehrere Autos. Findest du, du warst mal vor Gericht und es ist ein unfaires Urteil dabei rumgekommen? Im Familienrecht wird ja viel mit Vereinbarungen gelöst. Schlimm sind die Fälle halt einfach wirklich, wo Kinder in Obhut genommen werden oder Kinder nicht mehr nach Hause kommen, wo es nicht gerechtfertigt ist. Das ist krass, ja. Das ist sehr, sehr, sehr krass, ja. Also ich finde links authentisch auf jeden Fall. Sie ist das, Bruder. Ja, links ist natürlich authentischer als rechts, auch wegen dem optischen Erscheinungsbild, dass er ja ziemlich jung ist. Ja. Wo du sagen kannst, das muss ja wirklich Genie sein. Mörch, dass er so schnell gemacht hat, weißt du was? Wunderkind. Das Ding ist, wir gehen schon so stark davon aus, dass sie es ist, wir haben mir gar keine Fragen gestellt. Also so im Sinne von... Ja. Im Sinne von aber sie ist auch sehr verschlossen, Bruder. Na, wir können ja rechtliche Fragen stellen. Kennst rechtliche. Du irgendwas? Ja. Stimmt das lebenslänglich, 15 Jahre? Ja. Und für Totschlag bekommt man wie viel? Kann ich nicht so grob sagen. Ich sag ja, ich bin nicht im Strafrecht aktiv. Naja, aber du meintest ja vorhin, du hast dich in einem Bereich spezialisiert. Und das sind ja so allgemeine Sachen, oder nicht? Nee, also, allgemein ist es nicht. Doch, finde ich schon. Totschlag und Mord sind doch so die häufigsten Fälle, von denen man so mitbekommt. Du kriegst lebenslang plus Sicherheitsverwahrung. Ja, das ist jetzt ein bisschen komisch. Weiß ich nicht. Ist der Job anstrengend? Ja, ist schon anstrengend. Bist viel unterwegs. Stundenwoche ungefähr? Du kannst quasi Nachtschichten einbauen. Wochenende. Also hast du eine 6-Stunden-Woche? Kann passieren, ja. Boah, okay, krass. Aus welcher Überzeugung bist du Scheidungsanwalt geworden? Es liegt mir einfach. Ich bin mit Herzblut dabei. Also warum gerade Scheidungsanwalt? Ich bin in diesen Bereich im Referendariat reingerutscht. Durch meinen Ausbilder. Okay. Ja, ich hätte jetzt gerne so einen spannenden Fall gehabt. Ich will auch so einen spannenden Fall. Ich will das Spektakulärste, was du in einem Gerichtssaal jemals erlebt hast. Hast du soweit nicht in dem Bereich, wo ich arbeite. Das Einzige, was passiert ist, der Richter hat letztens die Verhandlung abgebrochen. Okay, weswegen? Aufgrund meines Verhaltens. Ihres Verhaltens? Können Sie uns dieses Verhalten Ich glaube, Sie sind so eine Hartnäckige, oder? Weiß ich nicht. Können wir kurz so ein Plädoyer nachspielen, Sie und ich? Also ich komme rein, Sie sind meine Anwältin, meine Frau, die hat mich gerippt. So, ich renne der Million hinterher. Die hat mein Gold vergraben und so. Können wir das kurz nachspielen? Ich komme. Wie laufen wir jetzt in den Gerichtssaal rein? Ich war ja noch nie im Gericht, also vielleicht können Sie mich ein bisschen führen oder leiten. Bist du sicher, dass du noch nie im Gericht warst? Wirklich, 100%. Ja. Boah, was soll denn das heißen? Wir distanzieren uns von jeglicher Form von Vorurteilen. Und dann sitzt du da und da sitzt hältst, meine Ehefrau. Da sitzt deine Ehefrau und hältst am besten deine Klappe. Okay. Was war denn so ein bewegender Grund, warum sich Menschen getrennt haben? So, was weiß ich, mit 20 Frauen fremdgegangen oder so und das ist dann rausgekommen? Doppelleben, ne? Komplettes Doppelleben? 14 Jahre, 2 Frauen. Boah. Krass. Okay, sagen wir mal beispielsweise, ich wäre jetzt wirklich Ihr Mandant. Ja. Was wären jetzt deine ersten Worte in einem Gerichtssaal
zu dem Richter oder zu der Staatsanwalt oder zu seinem Anwalt. Kannst du irgendwie irgendwas nachspielen, damit wir die Authentizität von deiner Gestik, Mimik irgendwie deuten können? Ja, es kommt ja wieder drauf an, was du da, was ja, du da behandeln willst. Die Schabracke, die hat sich mein Geld gekrallt und ist abgehauen in die Mongolei. Dann sitzt die ja nicht auf der Gegenseite. Was willst du denn da machen? Ja doch, sie hat es vergraben und ist wieder zurückgekommen. Da ist ja die Frage, welcher Anspruch besteht. Ich möchte mein Geld zurück. Ja, da musst du die Herausgabe fordern, deines Geldes. Ich habe einen Antrag vorher schon schriftlich gestellt. Also könnten Sie jetzt nicht so, keine Ahnung, ja, hier, mein Mandant fordert das und das. Das machst du nicht. Ah, okay. Könntest du das vielleicht mal machen für mich? Nee, erst noch, du bist auch im Wirtschaftsbereich, oder? Genau. Dann red mal als Company. Also du bist jetzt, du vertrittst meine Firma, Sidejeans. Aber ich sag dir ehrlich, vor Gericht war ich noch nicht. Ich fange gerade erst an und ich bin vor Gericht. Bin ich gar nicht gebraucht. Aber ist das nicht so, dass du im Jurastudium auch so Praxisdinger machst? Während des Referendariats war ich im Strafvollzug tätig, im Konsulat in den USA und habe dann dort Gefangene begleitet während des Strafvollzugs, aber vor Gericht war ich mit denen nie. Also ich kenne mich gar nicht aus mit Jura, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass du zumindest mal in deiner kompletten Laufbahn vor Gericht sein musst und irgendeinen Anwalt begleiten. Klar, damit du ja, also man hat es schon mal gesehen. Ein bisschen Praxiserfahrung ist dabei, aber das kommt auf die Ausbildung auch drauf an. Wenn du dich wie ich mich spezialisiert habe auf Wirtschaft, dann tut das gar keine Sache vor Gericht. Das glaube ich ja nicht. Das glaube ich auch nicht. Nimm ein Schiedsgericht. Das sind alles außergerichtliche Einigungen in dem Bereich. Kannst du jemand das Mikro geben? Hast du in deinem Studium irgendwie Praxiserfahrung gesammelt? Im Referendariat, ja. Und das geht wann los? Nach dem ersten Staatsexamen. Das heißt, eigentlich hätte er dann schon anfangen müssen, oder? Wenn er jetzt nach 8 Semestern durch ist. Ja, du bist ja dann beim Referendariat, hast du zwar verschiedene Bereiche, die du abdeckst, du gehst auch mit zum Gericht, aber du darfst ja in der Form noch nicht als Anwalt auftreten. Aber er hat ein Gerichtssaal schon mal gesehen und ja, weiß grundsätzlich, natürlich. Wie's, natürlich, okay, dann ist ja, eigentlich sind wir klar, einig, oder? Sind wir Jungs, Abdi. Ja, bitte. Was sagst du? Ich glaube schon, dass die Frau, ja, die Frau ist Anwältin. Cello? Ich habe lange dieses Papier gefaltet und überlegt. Krass. Ja, die Frau erinnert mich ein bisschen an unseren Musikanwalt auch. Ja, deswegen. Aber ich bleib trotzdem bei Mahmoud. Mahmoud! Ihr müsst euch zwischen einen von beiden entscheiden. Ja, dann sie ganz definitiv, ganz klar, weil ja. Ich denke nicht, dass er Doggy Hauser ist. Ja, dann würde ich sagen, wir sind uns eigentlich einig, ja, oder? Sammy, du meintest auch links? Ja, sie ist es. Okay, ich sag auch links, das heißt, du müsstest dann einmal raus und dann lösen wir das Ganze gleich einmal auf. Gambia. Schon erledigt gesehen. Oh, easy going. Das wohl, ja, du hast gesagt, wir kommen. Also Jungs, herzlichen Glückwunsch an eure Menschenkenntnis, Salah. Also, stark gemacht, sehr, sehr stark gemacht. Hey. Nein, Flak im Blut, ihr wisst. Ich bin Nadine aus Düsseldorf weiterhin. Ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht. Ich habe eine eigene Kanzlei. Spezifiziert halt auch Familienrecht, Erbrecht und ich bin noch als Opferanwalt tätig. Also ich verteidige in Strafsachen nicht den Täter, sondern das Opfer in Nebenklagen. Ah, nice, ach, krass. Sehr stark. Okay, stark. Also ich habe jetzt heute Morgen noch einen Termin beim Landgericht gehabt, vor der großen Strafkammer, wegen eines Falles, wo ich das Opfer auch vertrete, wegen Vergewaltigung und Geiselnahme. Oha. Ihr dürft mir gerne auf Instagram und TikTok unter die Familienanwältin folgen. Gerne, machen wir. Oder ich mach vielleicht, mal gucken, aber ja, weiter. Das macht Probleme zu Hause. Willst du dich absichern? Nochmal zu deiner Frage eben. Zum Ehevertrag finde ich sinnvoll, wenn man halt wirklich sich Vermögen aufbaut. Wenn du keine vertragliche Vereinbarung hast, dann wirst du, wenn ihr am Anfang kein Vermögen hattet und du das Vermögen alleine aufgebaut hast, die Hälfte am Ende abdrücken müssen. Oh mein Gott, wie krass. Ja, das ist brutal. Aber was gibt es denn für Gründe, ohne Ehevertrag zu heiraten? Warum machen das denn so viele? Liebe, Blindheit.
Liebe. Liebe. Naja, aber ich finde, es ist eher das Gegenteil. Warum heiratet man? Ne? Die Frage stellt sich ja auch, warum heirate ich? Naja, aus Liebe, aber ich finde... Liebe und wegen der Steuern, oder was? Ja, man heiratet aus ethischen Gründen, denke ich, und nicht aus Papierkram. Aber mich würde trotzdem nochmal das Gehalt interessieren. Warte, du hast Umsatz gesagt. Umsatz 35. Nein, Umsatz viel mehr. Hast du Angestellte? Ja. Okay, Umsatz 100, sage ich im Monat. Ich hab zwei Mitarbeiterinnen. Er sagt 100, ich sag 35 Umsatz. Ja, es kommt auf die Monate halt an. Ein guter Monat kann das passieren, aber dann 35 hast... 35 Umsatz? Das kann passieren. Also, ich guter bin Monat? Bruder, natürlich. Hä? Hallo, Cousin. Die wird dir nichts jetzt definitiv sagen. Das ist doch kein YouTube, Bruder. In Deutschland fragt man nicht nach Gehalt und nicht nach was du willst. Was willst du? Ich hab keinen Deutschspaß. Ich bin auf die anderen Storys gespannt. Yo, what's up, man? What's up, man? Rastafari. Was machst du wirklich, Bruder? Du bist Imam. Nee. Muezzin. Ich studiere. Also ich bin seit 2006 nach Deutschland geflüchtet, also als Geflüchteter. Und dann habe ich irgendwann mein Abitur hier gemacht. Und dann habe ich dann mit Studium seit 2021 angefangen. Stark. Und genau, ich bin auch jetzt dritten Semester Politikwissenschaft. Das war richtig. Auf jeden Fall. Genau. Ich habe Gambia genommen, weil, also ich weiß viel über Gambia, weil es wird halt oft in sozialen Medien geteilt und so, ich weiß, was da abgeht. Ich weiß, dass wenn ich Deutschland gewählt hätte, ich habe wenig halt Ahnung mit rechtlicher Sache oder rechtliche Grundlagen und das wird halt sehr kritisch sein. Deswegen halt, ja, war die einzige Alternative und hat mich sehr gefreut, dass ihr mich geglaubt habt. Hast du euch richtig hinter das Licht geführt, ne? Ja, richtige Trickbetrug. Danke auf jeden Fall. Korrekt. Du sagst. Ich mache gar nichts in der Richtung, ich habe gar keine Ahnung. Du bist reich. Ich mache gar nichts. Ich wünschte, ich wäre reich, ne? Aber du kannst dich sehr gut verkaufen, finde ich. Ja, findest du, dankeschön. Was machst du beruflich? Mit Solaranlagen handeln und reinigen und verkaufen, sowas halt. Aber ja, so vom Rechtlichen, keine Ahnung, nur wegen Kollegen, so wenn die mal so einen Haps waren oder so. Okay. Nee, cool. Was für ein Landsmann bist du in Schwangau? Kurde. Okay, stabil. Stark. Der Nächste? Was macht dein Vater, bevor du... Anwalt, der Vater ist Anwalt. Nö, alles klug. Nö. Was? Was? Nö, der ist auf der Couch. Was macht dein Vater beruflich? Mein Vater ist Chemiker. Und du, was machst du? Ich bin jetzt 19, mit dem Abi fertig und ich fange im Oktober mit meinem Jurastudium an. Weißt du doch, dass er 19 ist, deswegen wollte ich auf dein Alter eingehen. Abo, der hat gestern Schamhaare bekommen, Cousin. Er erzählt uns... Sag doch, Dogi Hausermann, Alter. Ey, du bist ein guter Lügner. Hast du gut gemacht. Dankeschön. Und der Letzte? Ja, ich mache noch mein Abi gerade. Wie alt bist du? 15? 19. Wir waren auch mal 19. Und ich wollte mich nochmal bedanken, dass ich hier sein durfte. Das war sehr spontan eigentlich. Hätte niemals gedacht, dass ich hier mitmachen durfte. Ja, sehr. Ja. Hat man auch, glaube ich, gemerkt. So verbabbelt und so. Aber du hast sehr versucht, so ernst zu bleiben. Ja, Mann, alle, wie süß. Was deine Rolle stabil drin, wirklich. War gut, Gabriel. Ja. Also gut, aus Schauspielkarriere auf jeden Fall Sinn. Dankeschön. Stark. Okay, stark. Wollt ihr noch irgendwas pushen? Genau, wollt ihr noch irgendwas erwähnen? Dann könnt ihr das jetzt machen. Ich wollte eigentlich schon mein Instagram sagen, jebri.rmd. Insta und TikTok, jakob.kühl. Und ich wollte meine Mutter grüßen. Ich habe ihr gesagt, ich bin heute auf dem Date. Ich habe mir jetzt so TikTok neu gemacht. Ich heiße livejan44 und ich würde gern Leo grüßen, wenn du das siehst. Ja, also wir haben einen Business-Account mit meiner Frau und die heißt Bach Hijabs. Also man findet uns auf TikTok, auf YouTube und auf Instagram. Meine personale Instagram-Account heißt fullerboy-21 und die von meiner Frau, sorry, also Pink Nicola, genau, das ist ihr Instagram und folgt sie auf jeden Fall. So, Frau Anwältin, jetzt, Sie haben das letzte Wort. Ja, ich habe auch einen Instagram-Account und zwar die.familienanwältin. Der ist auch bei TikTok jetzt dran und ja, man findet mich auch im Internet unter www.rechtsanwältinnen.nrw. Sehr stark. Mal für alle Applaus für die Regierung. Ja, natürlich. Habt ihr alle echt stark gemacht? Die Jungs, hat mir auch sehr Spaß gemacht. Und ganz wichtig, checkt Waterdrop. Und Sky mit Abstand der beste Geschmack. Und das sage ich nicht wegen dem Namen. Waterdrop! Waterdrop! Jawohl, Alter! Ja, checkt es auf jeden Fall ab. Wie gesagt, über den ersten Link in der Videobeschreibung. Mit dem Code NAHIM10 bekommt ihr ganze 10% Rabatt innerhalb der nächsten 3 Wochen. Und ja, dann war es gewesen mit dem Video, Leute. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned, Digga.